Wo ist das Kind? Die Babysitter sind bereit, sofort mit der Arbeit zu beginnen. Aber sie haben eine ganz andere Herangehensweise an das Babysitting. Oh, schon wieder Hausaufgaben. Lori ist total verloren und sehr frustriert. Beruhige dich, Schatz. Atme tief durch. Wir kriegen das schon hin. Carrie kann zu jedem Kind einen Zugang finden. Oh, wow. Carrie ist nicht mehr nur ein Kindermädchen, sie ist eine Chemie-Nachhilfelehrerin. Wow. Und Chemie ist eigentlich ein sehr interessantes Fach. Was für ein kreatives Bild. So, jetzt ist es Zeit für den Kunstunterricht. Ein gutes Kindermädchen ist in allem gut, auch in Kunst. Sieht so aus, als ob Lori sich inspirieren lässt. Sie hat Spaß und macht sich sehr gut. Wow. Und Carrie steckt voller Überraschungen. Anscheinend wird der Geschichtsunterricht auch so verlaufen. Laut des Lehrplans lernen sie etwas über das Römische Reich. Aha. Das ist so interessant. Carries Ansatz wirkt Wunder. Hausaufgaben sind einfach und machen Spaß. Und die beste Belohnung für ihre harte Arbeit ist, dass Lori einzeln auf ihre Tests bekommt. Du bist die Beste, Lori. Aha. Weiter so. Aber mit einem schlechten Kindermädchen ist das anders. Während Lori versucht, eine schwierige Aufgabe zu lösen, schläft Emilia. All diese Formeln langweilen sie zu Tode. Und das Kind hat praktisch einen Nervenzusammenbruch. Es sieht so aus, als ob Emilia nun doch aufwachen muss. Diese Formeln scheinen wie eine fremde Sprache für sie zu sein. Sie wird ihre Zauberkugel zu Hilfe nehmen müssen. Das hat Emilia früher selbst gemacht, als sie in der Schule war. Es ist ein Schuss ins Blaue. Ahnen, sagt uns die richtige Antwort. Lori, schreib es auf. Jetzt lass uns den Geist der Zufallszahlen rufen. Aha. Nimm ein Blatt Papier heraus und schreibe die richtige Antwort auf. Emilia glaubt nicht an Zufälle. Außerdem, ist Mathematik überhaupt eine exakte Wissenschaft? Es ist eine seltsame Art, es zu tun, aber Lori kommt damit soweit klar. Solange sie keine 6 für ihre Hausaufgaben bekommt. Aber Emilia ist eine Optimistin. Schau, es ist eine 6 minus. Es ist ein Gewinn. Wir sollten es uns an die Wand hängen. Loris beste Freundin ist zum Übernachten hier. Auf einem Trampolin zu springen ist nicht die sicherste Sache. Aber wenn ein guter Babysitter da ist, gibt es nichts, wovor man Angst haben muss. Oh, ich habe es geschafft. Geht es dir gut, Süße? Ja, alles ist toll. Melissa ist bereit, wieder Spaß zu haben. Nein, nein, Mädchen. Keine Trampoline mehr. Ich habe ein viel interessanteres Spiel, das auf euch wartet. Und das Wichtigste? Aha. Es ist sicher. Juhu, es ist Zeit für den Twister. Carrie weiß, was zu tun ist. Sie hat das Sagen und die Mädchen haben Spaß. Sie ist die perfekte Babysitterin. Emilia weiß nicht, wie man ein perfekter Babysitter ist. Also lädt sie ihre Freunde in das Haus ein, in dem sie arbeitet, nicht die Freunde des Kindes. Stören laute Musik und eine überfüllte Party jemanden? Ja, und Lori wird hier eine Menge Spaß haben. Sie macht allen etwas zu trinken. Eine sehr wichtige Aufgabe. Das macht Spaß. Emilia weiß, wie man eine große Party in der Küche von jemand anderem schmeißt. Ich denke, es ist Zeit, sich der Party anzuschließen. Hey, wer ist dieses Kind auf der Tanzfläche? Ist es nicht schon Zeit für dich, ins Bett zu gehen? Lass die Erwachsenen ihren Spaß haben. Ein guter Babysitter geht immer mit gutem Beispiel voran. Das Haus zu putzen ist besser mit Musik und Tanz. Und dann wird diese langweilige Aufgabe zu einem lustigen Abenteuer. Es ist nicht mehr viel übrig. Räum die Couch auf und bring die Bilder in Ordnung. Carrie macht einen tollen Job. Putzen scheint für Lori jetzt nicht mehr wie eine Qual zu sein. Wir haben einen guten Job gemacht, Süße. Du bist großartig. Aber das schlechte Kindermädchen weiß nicht einmal, wo der Staubsauger ist. Das Aufräumen nach der Party ist Loris Job. Oh, es sieht so aus, als ob ein Tornado hier durchgefegt wäre. Aber Lori gibt nicht auf. Die Küche muss sauber sein. Oh, das ist der Ort, an dem sich Emilia versteckt hat. Kannst du mir zur Hand gehen? Nein, nein, das ist nichts für sie. Emilia will sich nicht die Hände schmutzig machen. Aber das ist nicht fair. Es ist Zeit fürs Bett. Carrie, wie wäre es mit einer weiteren Folge meiner Zeichentrickserie? Schatz, es ist zu spät fürs Fernsehen. Ich habe eine bessere Idee. Was könnte besser sein als Zeichentrickfilme? Lori, warte nur. Ein guter Babysitter hat so viele brillante Ideen. Sie wird sich direkt in ihrem Zimmer eine Mini-Performance ansehen. Es stellt sich heraus, dass Carrie eine tolle Schauspielerin ist. Oh, Prinz. Süße Prinzessin, ich habe eine Überraschung für dich. Aha. Wow, ich schließe sogar meine Augen.
Der Prinz, gespielt von Carrie, ist ein echter Spaßvogel. Die Babysitterin hat eine tolle Show abgezogen. Und Lori hat es geliebt. Sie schläft wie ein Baby. Nein, nein, keine Spielchen mehr. Lass unser kleines Mädchen in Ruhe schlafen. Aber heute Nacht kann Lori überhaupt nicht schlafen. Keine Spiele, keine Märchen. Sie muss sich selbst unterhalten. Emilia hat andere Pläne für den Abend. Lori kann sich einfach ein paar Folgen einer Horrorserie ansehen. Dann schläft sie ein wie ein Baby. Bist du sicher, dass es für ein Kind okay ist, das zu sehen? Lori flippt bereits aus. Ist schon okay. Emilias Auftritt wird sie beruhigen. Ah, das ist ja furchtbar. Ah, wie kann ich jetzt aufhören, das alles zu sehen? Ich muss mich in eine Decke wickeln. Schlaf gut, kleines Mädchen. Die gute Babysitterin denkt, die freie Zeit sollte sinnvoll genutzt werden. Warum nicht Gesellschaftstanz lernen? Carrie wird Lori zeigen, wie man sich richtig bewegt. Nein, nein, Schatz, halte deinen Kopf hoch und deinen Rücken gerade. Gesellschaftstanz ist schwer. Aber mit einer Lehrerin wie dieser wird Lori in kürzester Zeit zum Profi. Es wird nicht lange dauern, bis wir unseren eigenen Ball haben können. Und das böse Kindermädchen hat eine andere Idee, was Lori jetzt tun sollte. Warum verbringst du deine Freizeit nicht in einem Tattoo-Studio? Dort kann Lori lernen, wie man zeichnet. Nein, das ist nicht gut. Übe mehr. Jetzt, Lori, schau dir an, wie die Arbeit einer echten Meisterin aussieht. Oh, sind da Nadeln drin? Ja, Nadeln. Schau zu und lerne. Und jetzt bist du an der Reihe. Schnapp dir eine Tattoo-Maschine und mach dich an die Arbeit. Was? Ich? Hey, was ist denn hier los? Keine Sorge, ich bin gut im Zeichnen. Hab Geduld, es wird nicht lange dauern. Da, es ist fertig. Schau, wie schön es ist. Was ist das? Hast du mir eine Sonne auf den Arm tätowiert? Oh nein, warum hast du das gemacht? Carrie, schau mal. Lori ist so aufgebracht. Das war ihre Lieblingsjeans. Schatz, mach dir keine Sorgen, wir reparieren sie. Carrie hat immer ihr Nähzeug dabei. Aber diese Jeans können sie wahrscheinlich nicht mehr retten. Schatz, ich habe eine bessere Idee. Wir nähen dir ein Kleid. Wow, das ist interessant. Carrie hat alles, was sie braucht. Es wird nur eine halbe Stunde dauern. Einen Meter Stoff, 100 Stiche und es ist fertig. Probier es an, Kindchen. Carrie ist so gerührt. Ihr kleines Mädchen ist jetzt ganz erwachsen. Es ist so frustrierend, wenn man sich nicht entscheiden kann, was man anziehen soll. Vertraue deinem Lieblingsbabysitter, Schatz. Außer, dass wir diese hässlichen Kleider loswerden müssen. Wer trägt so etwas noch? Emilia wird Lori gleich zeigen, wie coole Mädchen aussehen. Probier das an. Es ist umwerfend. Nur noch ein paar Feinheiten. Ein bisschen Make-up hat noch niemandem geschadet. Schau, wie hübsch du bist. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Carrie, ich bin so hungrig. Warte nur, Kleines. Wir werden zusammen etwas kochen. Bist du bereit für etwas Küchenmagie? Und ob ich das bin, das sollte Spaß machen. Mit einem guten Babysitter wird sogar das Kochen zu einem lustigen Spiel. Teig kneten? Das klingt toll. Wow. Wie sich herausstellt, macht Kochen Spaß. Bald wird ein Gourmet-Frühstück fertig sein. Es ist Zeit, unsere Kreation zu probieren. Das ist köstlich. Du kannst keine kulinarischen Wunder von einer schlechten Nanny erwarten. Lori holt sich ihr Essen selbst, aber die Küche ist leer. Ich wünschte nur, ich könnte Hilfe von Emilia bekommen. Nanny, ich bin hungrig. Schrei nicht so. Du magst Pizza, richtig? Lass uns eine bestellen. Wie wär's mit der hier? Ja, die ist gut. Toll, ich bestelle sie. Lass uns einfach noch etwas Chili dazugeben. Es ist gut, dass der Lieferjunge so schnell war. Aber ohne Geld will er die Pizza nicht herausgeben. Und Emilias Taschen sind leer. Aber Lori hat etwas Geld in ihrem Sparschwein. Wir müssen es uns leihen. Sie ist diejenige, für die Emilia die Pizza bestellt hat. Endlich, hier ist unser Mittagessen. Das ist köstlich. Was ist? Warum steht mein Mund in Flammen? Es ist zu viel Chili auf dieser Pizza. Lori kann nicht mal ein Stück aufessen. Das ist okay. Umso mehr für mich. Das war eigentlich die ganze Zeit für Emilia.
Hat dir unser Video gefallen? Bei wem würdest du gerne bleiben, wenn deine Eltern nicht zu Hause sind? Bei einer schlechten Nanny oder einer guten? Sag es uns in den Kommentaren. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Verpasse keine weiteren Sketche über Babysitter auf TrumTrum Wow!